Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wo ich bin, erzähle ich gleich nach dem Intro. Ich bin heute immer noch in Berlin und versuche hier so einen anderen Weg zu finden. Ich bin noch immer in der Baumschulstraße. Mir wurde gesagt, dass hier so Kleingärten gibt, wo man gut laufen kann. Und das mache ich jetzt mal. Mal schauen, ob es was wird. Hier links neben mir ist der Kleingartenverein Südpol. Und da hieß es, da kann man reinlaufen und seine Runden ziehen, aber irgendwie, nee, das für ein Scheiß. Will ich gar nicht. Ich laufe jetzt einfach mal hier so geradeaus. Guck mal, wo ich da hinkomme. Ich laufe in Berlin-Treptow los und schau mal, wie weit ich komme und wo es mich hinführt. Hier so an der Straße entlang. Da drüben ist ein Weg. Da muss ich jetzt hin. Gucken. Schnell mal rüber. Guck mal, wie weit ich da komme. Ich will eine gute Stunde laufen. Bedeutet für mich jetzt, dass ich so eine halbe Stunde, 35 Minuten in eine Richtung laufe und dann wieder zurück. Das ist ein guter Plan. Schau ich mir mal Berlin aus der Richtung an. Gucken, was passiert. Ja, wie geil. Ich habe doch einen Waldweg gefunden. Der sieht ganz vielversprechend aus. Dem werde ich jetzt mal folgen. Gucken, wo der mich hinführt. Immer wieder lustig und faszinierend, dass es in Berlin einige Stellen gibt, wo null Zivilisation ist. Keine Leute, keine Autos. Dann geht man nur 300 Meter weiter und da steppt der Bär. Hier genauso. Berlin-Treptow. Hinter den Kleingärten. Das ist ein Riesenweg. Guck mal. Oh, da runter will ich. Da runter. Ja, mach ich mal. Also bis gleich. Ja, super geiler Wald hier. Muss man echt sagen. Schöne Wege, nichts los. Keine Sau hier. Wir haben jetzt bei mir kurz vor 7 abends. Nicht morgens, abends. Und es ist echt nichts los. Ist geil. Schöner Wald. Ich sag mal. Mann, Mann, Mann. Was hier los ist. Was hier los ist. Nämlich nichts. Nichts ist hier los. Und ich laufe hier einfach mal zu meiner Bahn. Knapp über eine Stunde. Läuft gut. Beine sind wunderbar heute, muss man sagen. Und schöner Abschluss heute Abend in Berlin. Danach geht's zurück in die Unterkunft. Vielleicht in die Wanne. Und morgen früh geht's weiter. Ich bin jetzt wieder aus dem Wald raus. Und circa 40 Minuten unterwegs. Wenn man sich fragt, womit geht's eigentlich morgen weiter? Dann kann ich nur sagen, ich bin natürlich geschäftlich hier in Berlin. Hab morgen einen Termin bei Hertha Fußballclub. Und guck mal, dass wir irgendwie ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen können. Das ist mein Grund, weswegen ich unter anderem in Berlin bin. Und da geht's morgen weiter. Deswegen werde ich heute nochmal mich fit machen für die Hertha. Ja, ich glaube, wenn ich dick wäre, wäre es denen auch egal. Egal. Ich mache mal weiter. 50 Minuten unterwegs. Ich komme jetzt hier an den anfangs erwähnten Kleingärten vorbei. Auch nicht so toll. Kleingärten neben mir ist persönlich nichts, aber manche Leute mögen das ja. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen lang und gucke mal, dass ich so eine Viertelstunde noch mache. Und dann mache ich mich wieder zurück. Es läuft eigentlich gut. Ich könnte eigentlich schon fast länger, aber also rein körperlich. Also vom Bock her habe ich gerade nicht so wahnsinnig viel. Deswegen so eine Stunde fünf.
reicht heute. Jetzt gerade habe ich noch mal einen Weg entdeckt, den will ich noch mal mitnehmen, auch wenn ich dann, hoppala, jetzt muss die Treppen runter, auch wenn ich dann noch mal vielleicht 10 Minuten länger unterwegs bin, aber an der Spree entlang laufen, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich laufe jetzt gerade hier runter und guck mal, dass ich noch mal ein Stückchen hier am Wasser entlang laufe. Das ist gut, sagt der Berliner. Das ist ein bisschen unwegsam hier, aber da kriege ich hin. Hier ist doch ein little bit idyllisch. Super, sehr schön. Nun bin ich am Heidekampweg angekommen und biege gleich in die Baumschulenstraße ein, wo ich diesmal residiere. Und wenn ich da bin, ist alles gut. Dann habe ich Stunde 15 hinter mir. Dann ist alles super. Ich habe meinen Sport gemacht für heute. Weltklasse. Kann ich sagen an dieser Stelle, cheerio Miss Sophie, macht auch Sport. Runter vom Sofa. Sport machen. Egal was, macht es einfach. Also, ich sehe euch im nächsten Sportvlog. Bis dann.